40 Minuten in der zweiten Halbzeit zu spielen. Nach wie vor 0:1. Die Miene von Gunter Thibaut zeigt die Anspannung in dieser Partie. Saarbrücken drückte. Eine Kopfballstaffette. Jeder durfte mal ran. Und Oliver Beer, der Kapitän der Schweinfurter. Der Verein, der so viel Sorgen hat im Moment, der noch um die Lizenz bangt. Respekt vor dieser Mannschaft. Die hat in Ludwigspark klasse gespielt. Caruso mit einem seiner Flankenläufe. Das ist ja die Stärke. Und dann Achtung, aufgepasst. Da kommt Hagner. Und er macht das 2:1. Was für ein Jubel im Ludwigsparkstadion. Matthias Hagner, der Kapitän, hatte getroffen. In der 56. Minute das 1:1 zunächst einmal durch Christian Stuff und dann Matthias Hagner mit seinem Treffer. Die Schweinfurter, sie gaben sich nach wie vor nicht geschlagen. Rosconi, wieder mal zweiter Sieger gegen Brendel. Aufgepasst, der Mann, der das 1:0 gemacht hat. Immer gefährlich, ihn durfte man einfach nicht aus den Augen lassen. Hier haben wir ihn nochmal. Da war ganz schön was dahinter, hinter diesem Schuss von Thomas Brendel. Einen der gefährlichsten Stürmer. Und dann Saarbrücken. Solo, Örtülü. Wunderbar gemacht. 4, 5 Leute. Aber dann reicht die Kraft nicht mehr ganz. Schnell noch einmal der Wechsel auf die anderen Plätze. Ja, ein solcher Samstag ist natürlich die Stunde des Radios. Schrecksekunde beim FCS. Faisal El Idrissi verletzt. Aber er konnte nach einer kurzen Behandlungspause wieder weitermachen. Die Schweinfurter hatten noch nicht aufgesteckt. Es war ein bisschen ruhiger geworden in den Aktionen nach vorne beim FCS. Gerne hätte man das 3:1 nachgelegt, aber die Franken, sie wehrten sich wacker. Eschendi im Duell gegen Popovic, der fällt und die Entscheidung 11 Meter. Meine Güte, 2:1 die Führung. Mit diesem Ergebnis waren sie in der zweiten Liga und dann das. Schauen Sie sich die Zeitlupe an. Eschendi trifft alles, nur nicht den Ball. Klare Entscheidung, korrekt. 11 Meter gepfiffen vom unparteiischen Sven Trautmann. Popovic, der Gefaulte. Die meisten Tore hat er erzielt für Schweinfurt. Insgesamt 15, darunter auch 3 Elfmeter. Der Gefaulte. Und Eich hält den Ball. Peter Eich, letzte Woche in Erfurt noch mit einem Fehler. Und dann macht er hier das alles noch viel, viel mehr als gut. Da sehen Sie, was da für eine Anspannung in den Spielern drin war. Die richtige Ecke. Und der Mann, der demnächst seinen 41. Geburtstag feiert, rettet die Führung des FCS. Peter Eich. Die Ecke brachte nichts ein. Saarbrücken setzte wieder nach. Immer wieder wurde Stuff gesucht. Der lange Mann, ein Glücksgriff war es in der zweiten Halbzeit. Dann Foul an Hagner. Und kein Elfmeter, nein. Vor der Linie, aber natürlich ein Freistoß für den FCS. Und da gibt es ja einige Spezialisten. Da gibt es Nährbauer, da gibt es Idrissi und auch Gunter Thibaut. Noch steht die Mauer nicht korrekt. Idrissi, er kann es mit rechts und links, versucht es mit links, aber dann doch deutlich über den Kasten. Der Franzose heute nicht mit den ganz genialen Aktionen, aber natürlich ein ganz wichtiger Mann im taktischen Konzept von Horst Ehrmantraum. Und dann die nächste Möglichkeit. Wieder freigespielt, Gunter Thibaut. Oh, da hätte es wirklich jetzt das 3:1 geben können. So ging das Zittern weiter, denn die Partie war noch nicht vorbei. Aber sie setzten nach. Nierbau. Natürlich auch viele Radios auf den Tribünen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Man war immer informiert, man wusste, es reicht kein Unentschieden. Die Augsburger haben da eine dicke Packung
am letzten Spieltag hingelegt. Und aufgepasst, noch einmal, Thibaut. Der Ball wird lang und immer länger, aber keiner ist da. Der Vollstrecker, der dort die Entscheidung hätte besorgen können. Delic, er war mittlerweile gekommen für Örtün. Und wieder Stuff, Thibaut und Manuel Schöppel. Die Zeit lief so langsam den Schweinfurtern davon. Die ersten Zuschauer pfiffen von draußen, aber noch nicht der Schiedsrichter. Ein paar stürmten schon das Feld, hatten geglaubt, das Spiel sei vorbei, aber die Ordner waren dann schnell zur Stelle und die beiden merkten, was sie da getan hatten. Natürlich, um Gottes Willen, alles, nur kein Spielabbruch in dieser Situation. Es gab Schiedsrichterball und dann war es soweit. Schlusspfiff im Ludwigsparkstadion. Der erste FC Saarbrücken gewinnt mit 2:1 gegen den FC Schweinfurt und ist nach 3 Jahren Unterbrechung wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga. Horst Ehrmantraut ganz gefasst und ruhig. Er zog sich relativ schnell erst einmal in die Kabine zurück, um das Ganze im Stillen zu genießen. Glückwunsch an den FCS zum Aufstieg in die zweite Liga. Und da sehen Sie es uns auch nach, dass wir Ihnen das eine Tor unterschlagen haben. Das werden wir Ihnen heute noch oft genug und in den nächsten Tagen nachliefern. Damit in den Ludwigspark zu Steffen Demuth. Ja, und jetzt sind wir hier mitten im Herzen. Ja, und jetzt sind wir hier mitten im Herz der schwarz-blauen Glückseligkeit im Ludwigspark. Und da stehen die Aufsteiger in die zweite Liga. Und jetzt hier oben mal Applaus für den FC. Genau. Bitte Eis. Man hat es noch mal gesehen. Sie haben den Erfolg heute eigentlich gerettet. Wir warten mal einen kurzen Moment, wenn der erste Jubel zu Ende ist. Der Elfmeter, das war eine entscheidende Szene und die Leute liegen hier hin zu Füßen, sagen Peter Eich, Fußballgott. Sind Sie der Garant für den Aufstieg heute? Nein, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin auch nur ein kleiner Teil einer Mannschaft. Und wenn wir heute die 2 Tore nicht gemacht hätten, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Von daher, ich habe meinen Dienst dazu beigetragen und das freut mich natürlich umso mehr. Horst Ehrmantraut, Sie haben hier erstmal ein Mikrofon für